Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum aktuellen Beitrag zur Zeitqualität für die kommenden Tage. Sonne ist in der Waage und aktuell Mond im Stier, geht dann am Dienstag in den Zwilling und Donnerstag in Richtung Krebs weiter. Was heißt das? Waage ist das Prinzip auch, dass wir in Balance kommen, klarerweise. Und die größte Disbalance, die uns widerfahren kann und wird, doch öfter, ist das Thema mit den Beziehungen, mit dem Du, mit dem Gegenüber. Nicht? Und die Sonne wird in der Waage beherrscht von Venus im Zeichen Jungfrau. Und dort ist das Venus-Trigon mit Lilith im Stier aktiv. Das heißt, die venusische Kraft in der Jungfrau will bereinigen, will die alten Schatten mit dem Prinzip Lilith hier auflösen, Reinigung hineinbringen für unsere quasi auch körperliche Qualität des Wohlbefindens, alles, was wir in der Seele nicht gelöst haben, und dazu zählen auch die Beziehungen, die noch sozusagen irgendwie da einer gewissen Klarheit zugeführt werden können, und alles, was uns in der Seele damit beschäftigt und immer wieder zum Nachdenken, zum Reflektieren oder zum irgendwie Grübeln anregt, setzt sich irgendwie auch natürlich körperlich fest. In unserer Energie merken wir das, dass das Ungelöste in Beziehungen uns auch in irgendeiner Form blockiert fürs Weitergehen. Und so dürfen wir hier mit Venus Lilith unsere alten Schatten genauer anschauen. Und Lilith im Stier wird auch von Venus beherrscht. Das heißt, es ist eine sehr gute Zeit hier, diese alten Energien aufzulösen, damit wir hier gereinigt in ein besseres Wohlbefinden, in ein gutes körperliches Gefühl von Befreiung von all dem Ungelösten hier in die Zukunft gehen. Ein weiterer Aspekt natürlich hier kommt ins Treffen, der das unterstützt, ist Merkur beherrscht. Einerseits die Jungfrau, auch den Zwilling, wo jetzt dann am Dienstag der Mond hineingeht, und Merkur im Zeichen Skorpion geht in die Tiefe und will einfach auch ein bisschen durch das Tiefer hineinsteigen, erforschen, was steckt hier dahinter bei Beziehungsthemen, die ungelöst sind oder ungelöst waren. Und Merkur in Opposition mit Uranus lässt uns auch vermuten, dass es hier vielleicht neue Bilder gibt, dass sich Überraschungen zeigen in diesem Kontext von Bereinigungsaktion in Sachen alter Beziehung. Beziehungen, vor allem wenn sie sich getrennt haben, wenn irgendwie die Wege sich geschieden haben und irgendwie Emotionen hier im Spiel waren. Kann sein, dass das irgendwie so, wenn man da nochmal nachgeht und auch nochmal irgendwie in Kontakt tritt mit dieser Qualität, was steckt hier dahinter, könnten wir mit eben dem Prinzip Merkur, Uranus mit Überraschungen konfrontiert werden. Es könnte sein, dass wir hier entdecken, dass wir vielleicht damals in dem konkreten Kontext zu emotional reagiert haben. Merkur hat einen Kinkungs zu Chiron und auch die Venus hat einen Kinkungs zu Chiron. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass uns hier Emotionen getriggert haben für eine verbale, intensive, wie auch immer nervöse Qualität, könnte sein, dass wir hier merken, dass eigentlich das, was damals Thema war, mit dem Chiron im Witter zu tun hatte und irgendwie so mit Verletzungen und irgendwie so damit auch natürlich alte Themen in Verbindung sind, und da ist die Vermutung mit Merkur Skorpion sehr dafür geeignet, dass wir alte Themen hinter diesen vermeintlichen Verletzungen, da die den Kontakt betreffen mit diesen Personen, dass das eher so die Suchbrille sein könnte, wo wir hineingehen, was steckt hinter dieser emotionalen, sozusagen spannenden oder spannungsgeladenen Konfliktsituation von damals, die das eigentlich als Boden, der ungelöst war, ausgelöst hat. Die Beziehung ist der Auslöser, ne? Was dahinter steckt, ist das ja Eigentliche, was da irgendwie
zur Heilung gebracht werden könnte. Und das könnte eine gute Zeit sein, dass wir unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken, dass unser Wohlbefinden, unsere körperliche auch Agilität, Qualität auch damit irgendwie verbessert wird. Alles, was in der Seele ungelöst und ungeklärt ist, wirkt sich ja in irgendeiner Form aus auf die Lebensfreude, auf die Lebensqualität und auf den Körper letzten Endes. Muss nicht immer schwierig sein, aber es ist einfach eine Energieblockade und das ist einfach eine Angelegenheit, die wir alle verstehen und wissen. Alles Ungelöste in Beziehungen blockiert uns für das Weitergehen. Je enger die Beziehung, desto mehr ist diese Blockade, diese Ungelöstheit irgendwie für unser Weiterkommen hier wahrscheinlich ausschlaggebend. Und so dürfen wir auch in diesen Tagen natürlich hier bei all dem, was da draußen passiert, ja ebenso hier reflektieren, kontemplieren, auch mit dem Thema Merkur im Skorpion. Was war hier in den letzten Wochen und Monaten eben an auslösenden, angstmachenden Qualitäten, die, wie sie auch immer zu deuten sind, das eine repräsentiert. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Was ist die Grundlage für meine Gedanken, für mein Verhalten, für das, was ich in Zeiten wie diesen hier tue? Und Merkur, Opposition Uranus, könnte auch zeigen, dass hier all das sich bald in einem anderen Licht wieder zeigt oder Facetten sich zeigen, die völlig überraschend irgendwie an die Oberfläche kommen, Bilder wir präsentiert bekommen, die wir so nie vermutet hätten. Und das ist mit Merkur-Uranus sehr wahrscheinlich, dass es hier aus der Tiefe heraus, wo auch immer, Bilder gibt, auch in den Medien, wofür natürlich Uranus steht, für diese modernen Medien, dass es hier Überraschungen gibt. Das heißt, wir könnten hier genau auch das irgendwie als Anlass nehmen, unseren Geist und all das, was wir geglaubt haben, eben am Beispiel der Beziehungen sehr eindrücklich dann zu machen, einfach hinterfragen und so ein bisschen erkennen, das, was wir glauben oder was wir geglaubt haben, auch bei den Beziehungen, ist in Wirklichkeit ganz anders. Da stecken ja ganz andere, tiefere Auslöser, Grundlagen dahinter, die uns zu dem Verhalten gebracht haben. Und das könnte eine Metapher sein für auch das Große, nicht? Für das Große, was da insgesamt passiert. Und diese Aufräumarbeiten in den nächsten Tagen hier etwas voranzutreiben, könnte eine gute Idee sein, damit wir hier auch für unsere neue Zukunft uns gut ausstatten und durch diese Inventur, die Beziehungsinventur, einfach klüger werden hinsichtlich unseres Bewusstseins, was dann noch irgendwie in uns geschlummert hatte, was dazu geführt hat. Und uns auch jetzt fragen, inwiefern das gelöst ist, inwiefern es dann auch zu einer Lösung führen darf, indem wir etwas bereinigen. Und natürlich, um diese Gespräche irgendwie auch zu führen, diese tieferen Gespräche zu führen mit diesen betroffenen Menschen, könnte irgendwie natürlich helfen. Das heißt, nicht nur das einseitig sein zu lassen, mit sich selbst zu klären und herauszufinden, sondern in den Kontakt einzutreten und zu sagen, du, da gibt es damals das und das, was da wir erlebt haben, was da irgendwie nicht so glücklich gelaufen ist. Das und das beschäftigt mich und könnten wir irgendwie so irgendwie da nochmal anders drauf schauen und da irgendwie das mal auch ein bisschen aufarbeiten oder nochmal irgendwie einfach klären, dass das letzten Endes wie auch immer weitergeht, aber friedlich weitergeht. Das heißt, Sonne in der Waage will ja auch Frieden mit den Menschen und der Friede mit den Menschen führt auch zu einem Frieden in mir. Ne? Und das möchte die Venus im Zeichen Jungfrau erreichen, dass ich hier wieder sauber mache in meinen Beziehungskontexten und ich freue mich, wenn dich der Beitrag inspiriert hat und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich danke dir. Hab eine gute Zeit. Welcome home.